Wir werden ja heute ein paar kleine Tests durchführen, einen Medical Check machen. Kann ich jetzt nach Hause? Das ist das essentielle Wichtige, dass du jetzt nur nicht die nächsten Wochen dann so aufgibst. Den Struggle wirst du haben. Es ist beides ein Punkt, der mich im Leben weiterbringt. Kampfsport genauso wie das Pferd auch. Niemand wird sich blamieren, der in diesen Cage geht. Das einfach mal sich zu trauen und durchzuziehen, ist, glaube ich, schon krass. Ihr müsst euch jetzt auf einen Kampf vorbereiten. Und zwar hier in so einem Cage und zwar in einer verdammt kurzen Zeit. Ich wünsche mir ein bisschen Support von meiner Familie. Es wäre schon schön, wenn die da am Cage stehen. Meine ganze komplette Familie, die waren in meinen schweren Tagen nicht für mich da. Also brauchen die jetzt auch nicht für mich da sein in Zukunft. Ich bin die Laura, bin 24 Jahre alt, wohne in Schlesien, bin eine Semifinalistin bei Octagon Project Y. Hallo. Für sportliche Aktivitäten, so ein bisschen das Faible für schnelle Autos, glaube ich, hat sie auch von mir. Genau, und deswegen liegt mir das schon im Blut, das ganze Adrenalin immer schön vorne mit dabei. Und das gebe ich mein Bestes, um das weiterhin zu halten. Darum bin ich da sehr zuversichtlich, dass sie mit ihrem Ehrgeiz da auch das Ganze sehr gut wuppen wird und da erfolgreich sein wird. Weil mein Papa mich immer unterstützt, egal was ich mache und egal auf welchen Mist ich bis jetzt gebaut habe und egal ob positiv oder negativ, er stand immer hinter mir. Aber ich denke, wenn es um wirklich Wettkampf geht, egal in welcher Art, dann ist sie schon sehr, sehr straight und sehr fokussiert. Das war 2005 und ich habe damals mit 13 oder so, habe ich damals zu einer Freundin gesagt, ja, wenn ich 20 bin, dann kaufe ich mir ein Pferd. Und alle so, ja, Laura, und dann laber ruhig. Ja, und dann bin ich 20 geworden und habe mir ein Pferd gekauft. Pferde sind sehr einfühlsame Wesen und reagieren da unglaublich sensibel drauf. Und wenn es mir mal nicht gut ging, waren die immer für mich da. Das ist ein Teil von meinem Leben und es wird es auch immer sein, weil das der einzige Ort ist, wo ich wirklich auch mal den Kopf freikriege und abschalten kann und einfach wirklich 1000% ich sein kann. Ich würde sagen, MMA und das Pferd haben für mich schon Dinge gemeinsam. Man tut auf beiden Wegen etwas verarbeiten. Es ist ein Ausgleich vom Alltag, Abschalten und vor allem auch die Herausforderung mit dem Tier. Es ist auch eine sehr große Herausforderung, weil das Pferd macht, was es will, was es sich in den Kopf setzt. Und im Kampfsport hat man auch einen Gegner, wo man jetzt nicht weiß, was in dem seinem Kopf vorgeht. Man muss sich immer auf jemand anderes einspielen und einlassen vor allem. Ist beides ein Punkt, der mich im Leben weiterbringt. Kampfsport genauso wie das Pferd auch. Es erfordert ein gutes Management, vor allem weil jetzt mein Training nicht bei mir hier ums Eck ist, sondern ich halt da am Tag, wenn ich ins Training fahre, 5 Stunden unterwegs sein werde. Ich mache jetzt eine Roomtour durch das Chalet. Wir gehen jetzt ins Wohnzimmer. Kleiner Raum, groß Couch. Haben wir erfüllt das Ganze. Meine Freunde, meine engen Freunde, die kennen mich ja auch schon ein bisschen länger. Die wissen, dass ich, würde das mal sagen, ein Schuss. Ich bin auf jeden Fall nicht der Norm gewachsen und dass da auf jeden Fall einiges in nächster Zeit auf mich zukommen wird. Also sie wissen, es geht in Richtung Kampfsport, sie wissen aber nicht für wen und für was. Schuhe haben wir zu genügend. Wir haben Sommerplateau bis hin zu ein kleines bisschen ausgefallener, ganz ausgefallen. Ja, also die Konstellation ist ein bisschen, ja. Wir arbeiten dran. Sowas hätten wir noch. Dreckige Reitstiefel hätte ich schon so gesehen. Sind wir, glaube ich, schuhtechnisch ganz gut ausgerüstet. Wir haben ganz gute Karten. Ja. Sie machen einen super vernünftigen Eindruck. Und wir werden sie schon auf ein gewisses Niveau bringen. Ich denke, dass das ganze Team sie unterstützt, aber sie wird auch mal einige Glück bekommen. Gehst zurück, legst die Hüfte auf und dann kommst du noch schön mit der Hüfte rein. Ich denke, sie ist bereit für das, was kommt. Gut gemacht. Und gut gemacht, gut gemacht. Ich heiße Sandra, ich bin 25 Jahre alt, aufgewachsen in einem kleinen Dorf und lebe seit circa einem Jahr jetzt in Ingolstadt. Warum Ingolstadt? Also einmal ist München definitiv teurer als Ingolstadt, also der finanzielle Aspekt.
Und ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier meinen Freundeskreis, ich habe hier meine Familie und auch gerade dadurch, dass ich meine ältere Hündin habe, ist es sehr praktisch mit meinen Eltern, dass die in der Nähe leben, wenn ich mal unterwegs bin. Das ist hier mein Lieblingsort, weil dieser Ort einfach absolute Ruhe für mich ausstrahlt. Ich denke hier gerne nach, ich habe hier Ruhe, ich kann hier abschalten. Ich wollte noch nie so ein einfaches Leben, das vielleicht viele Menschen führen, kann ich mir für mich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, deswegen war schon immer Traum oder Ziel, ein bisschen ausgefalleneres Leben zu leben. Wie das dann aussieht, weiß man natürlich nie. Auch als ich dann mit meiner Leichtathletik aufhören musste, das ist natürlich schon hart, wenn so die Träume, die man hatte, dann einfach zerplatzen, weil der Körper halt auch nicht mehr mitmacht. Weil meine Knie das nicht mehr mitgemacht haben, nicht mehr ausgehalten haben. Sowas zerschmettert dann natürlich schon Träume oder Ziele. Und ich freue mich immer, wenn ich meine Eltern besuchen kommen kann. Meine Eltern kennen mich ja schon ein paar Jährchen, die sind abgehärtet und wissen, dass ich oft mal auf so Ideen komme. Und jetzt darf ich dir offiziell sagen, dass ich genommen wurde, eine der 4 Finalistinnen bin. Nee. Und in 2 Monaten dann kämpfen werde. Oh, ich freue mich so für Sie. Okay. Freut mich, dass ich Sie stolz mache mit Dingen, die ich mache und auch zu sehen, dass Sie meine Entwicklung schön findet. Freut mich natürlich sehr. Ja, weil es einfach herrlich ist, weil es Ihr Traum ist. Und ich freue mich einfach für Sie. Mich erstaunt, dass du gesagt hast, du hast keine Angst, weil ich mir da halt schon, da kann schon natürlich auch was passieren und ich kann da auch bluten rausgehen mit gebrochenen Knochen etc. Naja, so viel weiß ich ja noch nicht darüber. Aber das versuchen wir mal natürlich, dass es nicht so kommen wird. Du musst mir da mal immer noch ein bisschen mehr erzählen vielleicht darüber, was jetzt so kommt. Ich glaube, wenn man wirklich den Rückhalt von der Familie hat und gerade von der Mama, dann gibt es einem extrem viel, vielleicht auch ein bisschen Druck. Man will dann nicht enttäuschen. Sie ist einfach ein ganz ehrlicher, authentischer Mensch. Also sie muss sich nicht verstellen. Und das habe ich immer gehofft, naja, dass ich es schaffe. Und deswegen freue ich mich einfach. Naja, man muss ja sagen, ich habe schon ein bisschen aussortiert, was mein Social Media angeht. Mit Champagnerflaschen rumspritzen etc. Okay. Weiß ich nicht, ob ich sowas auf meinem Profil haben möchte, eher nicht. Weil das nicht das ist, was ich möchte, was Menschen über mich denken. Sondern einfach, dass man selbst ist. Mein Ziel für die nächsten Wochen ist definitiv einfach wirklich hart arbeiten, Training durchziehen. Es gibt keine Ausreden, es gibt keine faulen Tage. Es wird durchgezogen, es wird gemacht, was der Trainer sagt. Auch wenn es mal hart ist und da werden Tage kommen, die werden hart sein. Also ich glaube, alleine diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich stelle mich vor so vielen Leuten in den Cage, ziehe dieses Training davor durch. Niemand wird sich blamieren, der in diesen Cage geht. Weder ich noch irgendeine von den anderen Mädels, weil das einfach mal sich zu trauen und durchzuziehen, ist, glaube ich, schon krass. Also es macht schon auch Angst und Druck. Wie kommt man bei den Leuten an? Wird man ausgebuht? Etc. Also es sind so viele Leute, die einem da zuschauen. Das macht schon extern sehr Druck, auch für sich selbst. Aber ich denke, ich werde trotzdem alles geben und dann einfach beweisen, dass ich mich gut vorbereitet habe. So, willkommen in der Hölle. Mario Wittmann. Sandra. Ich werde dein Headcoach sein. Zieh dich jetzt hier mal ganz kurz rum und dann sehen wir uns gleich auf der Matte. Und dann ist Schluss mit lustig. Ja? Alles klar. Von ihrer Ausstrahlung jetzt her würde ich sagen, ja, ist halt ein Girlie. Als mir dann aber gesagt hat, sie will MMA kämpfen, sie möchte da rein. Schwierig. War schwierig, in der kurzen Zeit das zu machen. Aber wo ich jetzt die Motorik sehe, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich aus ihr das Maximum rausholen. Das ist das essentielle Wichtige, dass du jetzt nur nicht die nächsten Wochen dann so aufgibst. Den Struggle wirst du haben. Und ich mache aus ihr eine kleine Killer Queen. Thema erledigt. Ganz einfach. Let's go. Jetzt schicken wir erstmal alle Mädels zum Medical Check, um die Basis für die Coaches und den Ernährungsplan aufstellen zu können. Wir schauen uns jetzt erstmal eure Statik an. Gibt es irgendwelche Fehlhaltungen, Ausweichsbewegungen
und testen das Ganze dann im Anschluss in der Funktion einmal durch. Ich habe für euch einen Stufentest vorbereitet heute, einfach zur Leistungsdiagnostik, damit wir mal gucken, wie euer Ist-Zustand ist und wo wir noch so hinkommen können. Da bestimmen wir ein bisschen eure Grundlagenwerte, was so euer Rang-Tag-Threshold ist, also was könnt ihr wie lange durchhalten, was können wir darauf verändern, wie können wir eure Trainingszone bestimmen und dann schauen wir einfach mal, wie fit ihr seid. Ja. Habt ihr schon mal sowas gemacht? War gar nichts? Wer mag anfangen? Also ich glaube, dass wir beide in einer sehr guten körperlichen, sportlichen Verfassung sind und man sagt ja auch immer, wenn man Sport macht, dann passiert halt hier und da mal ein bisschen was. Ich merke für meinen Teil so, dass ich mich wirklich mit Kampfsport beschäftigt habe und gar nicht so mit Ernährung, Ausdauer, Fitness, alles was drumherum auch dazugehört, war nie so wirklich im Fokus wie zum Beispiel so Technik oder wirklich so Kampfsport an sich. Macht euch nicht so viel Kopf und immer viel Mobility machen, geschmeidig bleiben, da schon mal vorsorgen, dass das ein oder andere nicht zwickt, damit du erst nicht in diese Verletzungsphase kommst. Einfach dranbleiben, weiter Gas geben und auch auf den Körper hören, ganz wichtig. Wir beginnen dann auf Laufband, machen 3 Minuten auf einer KMH-Stufe. Das machen wir so lange, entweder bis dein Muskel komplett übersäuert ist oder bis du sagst, okay, es geht nicht mehr. Gerade wenn es schwer wird, dann merkst du, wer es wirklich will, wer wirklich bis zum Schluss durchzieht. Alles fängt ja an mit einem Gedanken. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da musst du dich wirklich beherrschen, weil im Ring gibt es genau so eine Momente, wo alles schwer wird. Aber du musst bis zur letzten Sekunde, bis der Gong kommt, überleben oder durchziehen. Und das ist es, ist mental. Ja, bei dir will ich schon beim Laufplan auch schon ein bisschen darauf achten, dass ich auch ein paar höhere Intervalle anbaue, ne? Also die schon mal ein bisschen fordernd sind. Du darfst halt schon auch mal richtig Gas geben, aber wir möchten ein paar Einheiten auch dann dazwischen haben, die relativ niedrige Herzfrequenz haben, wo der Körper einfach eine Chance hat, gut zu stoffwechseln. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Leistung. Wir haben erstmal 5 Stufen gemacht. Nach der 5. Stufe war immer noch nicht so viel Laktat aufzufinden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man eine gute Grundfitness hat. Und jetzt haben wir noch 1 Stufe draufgepackt. Also statt 5 haben wir 6 gemacht. Bis zum Schluss durchgehalten. Top. Damit kann man arbeiten. Nee, denke nicht mehr. Bei dir müssen wir auf jeden Fall ein bisschen daran arbeiten, dass die Grundlagenausdauer ein bisschen besser wird. Aber bei dir ist schon sehr wichtig, dass du erstmal einen größeren Grundumsatz hast, also ein bisschen mehr Grundlagentraining. Ja? Viel langsam laufen. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gut von Laura, weil erstmal hat sie ja gesagt, ich werde früher abbrechen. Aber sie hat durchgezogen, 9 Stufen. Das ist auf jeden Fall Rekord, was ich bisher gesehen habe bei den Girls. Ich schwitze hier alles voll, ist voll eklig. Und damit kann man arbeiten. 9 Stufen bei 15 km/h, 3 Minuten zu laufen. Das ist schon ein ordentliches Pensum. Also sehr, sehr gut. Kann ich jetzt nach Hause? Ich wäre dann fertig. Extrem wenig Zeit, denn schon in 3 Monaten müssen sie in den Cage und ihrer Gegnerin ins Gesicht schauen. Unser letztes Event vom Sommer in Frankfurt am 4.5. wird der Tag sein, an dem die Halbfinals stattfinden. Ich würde gerne jemanden herausfordern. Jemand, der auch sehr gerne mal schick gekleidet ist. Der meiner Meinung nach auch unglaublich gut in egal was aussieht. Also, Sandra. Du weißt Bescheid, wir sehen uns und ich freue mich auf einen fairen Kampf. Laura, nicht mehr lang, dann sehen wir uns im Cage. Herzlich willkommen in Stuttgart im All-Stars Gym. Wir wollen natürlich sehen, wie ihr euch entwickelt habt. Und so lange erklärst du, mit wem du kämpfen willst. Die größte Herausforderung wird, vor 10.000 Leuten zu kämpfen. Ja, das hat ja geklappt, wie man sich das vorgestellt hat.